Japan wurde von einer schrecklichen Naturkatastrophe erschüttert. Unsere Gedanken sind in diesen Tagen bei den Opfern, ihren Angehörigen und beim gesamten japanischen Volk, das jetzt die Folgen einer atomaren Katastrophe bewältigen muss. Heute ist klar, dass es nirgends auf der Welt einfach weitergehen kann wie bisher. Atomkraft kann nicht beherrscht werden. Ihre Risiken sind unkalkulierbar, auch in unserem Land. Niemand kann Sicherheit garantieren. Die Bundesregierung will die Sicherheitsstandards deutscher Atomkraftwerke überprüfen. Das reicht nicht aus. Die Meiler in Deutschland würden weder einem Erdbeben noch einem Flugzeugabsturz oder gar einem Attentat standhalten. Die Tragödie in Japan zeigt, selbst hohe Standards und moderne Technik können atomare Katastrophen nicht verhindern. Jetzt liegt es an der Bundesregierung, über ihren Schatten zu springen. Wir brauchen einen weltweiten Ausstieg aus der Atomenergie. Sofort und unumkehrbar. Die Verlängerung der Laufzeit für AKWs in Deutschland muss sofort zurückgenommen werden. Die Exportförderung für Atomanlagen muss eingestellt werden. Das sind die einzig richtigen Konsequenzen aus dem fürchterlichen Unglück.